Der österreichische Bundespräsident Kirchschläger schließt seinen Staatsbesuch in Bonn mit einem Essen ab, das er zur Stunde in der Redoute gibt. Morgen und übermorgen bereist Kirchschläger mehrere Bundesländer. Der zweite Tag dieses Staatsbesuches stand ganz im Zeichen politischer Gespräche. Der Bundeskanzler und der österreichische Bundespräsident stellten bei ihrem Meinungsaustausch große Übereinstimmung fest. Bei der Einschätzung der Lage im Nahen Osten, der Ost-West-Lage und beim Verhältnis Europa-Amerika. Thema aber kein Streitpunkt, der Rhein-Main-Donau-Kanal. Helmut Schmidt ist sich inzwischen auch nicht mehr sicher, ob er am Ende überhaupt gebraucht wird. Österreich aber hat nach wie vor großes Interesse am Europakanal, wie Kirchschläger ihn gerne nennt. Ich meine, bei allen Sorgen, die wir gegenwärtig haben, sollen wir uns nicht Visionen für die Zukunft nehmen lassen. Journalisten wollten wissen, warum Berlin nicht auf dem Besuchsfahrplan steht. Der neutrale Österreicher verwies darauf, dass bisher nur NATO-Staatsoberhäupter dies praktizieren. Ich glaube, die Situation ist gegenwärtig so, dass man nicht unbedingt nach zusätzlichen Protestakten oder nach zusätzlichen Demonstrationen rufen soll. Im Übrigen war die österreichische Einstellung gegenüber der deutschen Berlin-Politik eigentlich immer sehr eindeutig. Wir haben immer, und ich sagte das gestern ja auch, dafür viel Verständnis gezeigt. Das deutsch-deutsche Verhältnis war auch Gesprächsthema heute Morgen beim Frühstück mit dem FDP-Vorsitzenden und Außenminister Hans-Dietrich Genscher auf Schloss Gümnich. Kirchschläger besucht im nächsten Jahr die DDR, zu der Österreich ebenfalls gute Beziehungen hat.